So, habe ich mir jetzt fotografiert. Ich filme es jetzt nochmal mit euch. Und da muss ich rein. Und dann immer geradeaus und dann die nächste rein. Wie hieß die Straße? Hospitalstraße, ne? Nicht vergessen. Hospitalstraße. So, jetzt sind wir hier in einem wunderschönen Park angelangt, wo man richtig toll Videos drehen könnte. Jetzt suchen wir uns doch mal ein sonniges Plätzchen. Hier am Eingang will ich jetzt aber nicht gerade sitzen. Da hört man ja jeder zu. Da hinten ist schön, aber ich hätte gerne noch ein bisschen Hafen im Hintergrund. Gehen wir mal hin. Und dann muss ich eigentlich immer geradeaus latschen, dass ich dann in Richtung Stadt komme. Denn wir sind da ja auch eben lang gefahren. Das schaffen wir. Bin ganz optimistisch. So. Wo setzen wir uns hin? Da hinten. Da hört mir aber jeder zu. Und Sonne ist da auch nicht wirklich, glaube ich. Wir gehen einfach mal am Hafen. Ich drehe mein Video ab und dann gehen wir immer geradeaus. Wie komme ich da jetzt rüber, bitte schön? Erstmal muss ich hier runter und dann muss ich da rüber. Moment, ihr könnt ja auf die andere Seite. So, dann könnt ihr mitgucken. Jetzt möchte ich da über die Ampel, bitte schön. Und dann da komme ich aber an den Hafen nicht ran. Das wäre jetzt blöd. Da komme ich nicht hin, da ist alles abgesperrt. Und nu? Ne, dann gehen wir mal hier lang. Aber ich könnte jetzt hier ein bisschen drehen, oder? Aber dann hättet ihr den Hafen nicht im Hintergrund, sondern einen Park. Das wollte ich ja eigentlich nicht. Außerdem ist mir hier zu kalt. Dann nicht. Dann drehen wir nicht. Oder ich drehe beim Spazierengehen. Was haltet ihr davon? Würde auch gehen. So, ich habe mich gerade hier verabschiedet an der Ampel und fange gleich meinen Vlog wieder an. Ja, ich muss mir jetzt den Schlossgarten merken und der Ostseekai und dann muss ich da hoch und dann werde ich das ja wohl finden. Kommt. Wie lange sind wir jetzt weg? Ich würde sagen eine halbe Stunde. Das heißt, ich habe noch gute anderthalb Stunden zur Not. Muss Töchterchen dann irgendwie ein bisschen warten, bis ich den Weg wieder zurückgeschafft habe, wenn sie durch ist. Ich will zu Primark. Mann, wenn ich schon mal hier bin. Dann gehe ich da jetzt hin. Frag mich einfach durch. Ich glaube aber, das kann nicht mehr so weit sein. Also irgendwie muss das jetzt hier bald kommen. Deswegen, jetzt habe ich grün, gehen wir mal los. Ihr könnt noch mal ein bisschen mit, wenn ihr wollt. Da ist der Hafen. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Ich gehe zu Primark. Die Chance habt ihr verpasst. Ich wollte eben am Hafen mein Video drehen. Das ist jetzt im Kasten. Ist gut. Ein bisschen schneller gehen, damit wir das alles schaffen. So. Ich habe Kopfschmerzen leider heute, den ganzen Morgen schon, warum auch immer, ich weiß es nicht. Auch so ein bisschen einseitig, ich hoffe, das geht wieder weg. Autofahrt macht das nicht besser. Ich kriege auch sofort Kopfschmerzen eigentlich im Auto und ich werde auch sofort müde. Das sieht man immer sofort an, habt ihr bestimmt vielleicht eben auch. Wir haben übrigens im Auto keinen Car-Talk gemacht mit meiner Tochter, weil Baby ja geschlafen hat. Und dann waren wir möglichst ruhig, dass der Junge auch durchschläft, bis wir in Kiel ankommen. Weil wenn der schreit, dann kriegst du den nicht mehr ruhig, ne? Oma auch nicht. Also dann will der essen, schlafen, spielen, keine Ahnung. Also unter Umständen schreit er dann richtig laut. Also das wollen wir nicht haben. Er darf ja nicht schreien, ne? Das ist das Problem. Also er darf schon, aber nicht so lange. Dann wird er blau und alles, das darf er nicht. So, mein Lieber. Ich melde mich gleich mal wieder. Oder wollt ihr bei mir bleiben? Ihr könnt ja vorspulen. Ich habe bloß Angst, dass mein Speicher voll wird. Kannst du natürlich haben. Jetzt kommen da welche. Und ich guck mal, ob ich jetzt endlich mein Streusel-Ding finde, mein Streuselkringel. Ich esse so viel Süßigkeiten in letzter Zeit, ihr glaubt es nicht. So. Ja, hier sieht es jetzt wirklich aus wie Hamburg. Ne? Auf den Dötz fallen lassen, bitte. Da muss man schon mal aufpassen. So. Das nur Menschen, ne? Ja, ist passiert. Wenn ich mal wüsste, wie weit das ist. Sehr windig, sonst macht den Ton aus, wenn man das spürt. Ich glaube
aber das ist so ein ganz schönes Stück bis zur Stadt. Ja, das Krankenhaus ist sehr hübsch gelegen. Genau am Hafen liegt das große Krankenhaus. Es kann übrigens sein, dass ich muss meinen Arm abstützen, dass ich dieses Video dann auch drei Teile, ne? Also wieder in drei Teile mache. Wenn die so ewig lang sind, mache ich vielleicht drei Teile draus und es interessiert ja auch nicht jeden, ne? Deswegen denke ich mir, kann sich dann jeder raussuchen, was er gucken möchte. Ich mache oder ich schreibe es dann ja auch immer in den Titel, was so ungefähr vorkommt in dem Video. Es ist doch noch lang, Mensch. Da hinten kommen erst die großen Oma. Ich kann ja auch noch keinen Bus fahren, ne? Aber das mache ich gleichzeitig ja immer nicht. Ich latsche ja überall zu Fuß hin. So. Hier waren wir auch eben. Da habe ich nämlich versucht, dieses eine Wort nicht mitzudrehen. Hier ist so ein Nackengedöns. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Da müsste die Stadt sein. Hoffe ich mal. Ja, Schiffe interessieren mich nicht so, muss ich euch sagen, weil ich bin da ja aufgewachsen mit den großen Roman in Hamburg. Ja, hier ist die Stadt. Hier ist die Stadt. Und war Primark, war glaube ich, da hinten war Primark. Da müssen wir da hin. Na gut, dann muss ich ja immer abbiegen. Ich wollte ja eigentlich nur geradeaus. Aber der Hafen liegt ja immer zu links oder zu rechts, je nachdem. Jetzt kommen hier natürlich wieder viele Menschen. Oh, da ist gerade keiner, glaube ich. So. War Primark am Hafen direkt oder da in der Stadt? Ich glaube da in der Stadt, weil eben habe ich Primark nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit nicht geguckt und diesmal sind wir am Hafen vorbeigefahren. Was ist denn da so voll? Da stehen die Leute Schlange bis zur Straße. Ist das ein Testzentrum oder was? Mal gucken. Ein Testzentrum. Da stehen bestimmt, weiß ich nicht, 50 Leute vor. Tja, so ist das, ne? Da ist Primark. Da hinten ist Primark. Ich sehe es schon. Ha, schnell hin. Ich war, oh. Na, wie lange war ich nicht da? Anderthalb Jahre bestimmt, wenn nicht zwei. Ja, das ist es. Ich war ja auch, als wir noch in Hamburg waren, lange nicht da, weil so viele Klamotten habe und da eigentlich nicht hin muss. Muss ich auch jetzt nicht, aber ich brauche ein paar Unterbüchsen. So wie es ist. So. Ich habe angefangen zu schwitzen. Ne? Bin so schnell gelaufen. Jetzt bin ich ja hier schon Kiel-Experte, sag mal. Kaffee. Türkisches Kaffee. Das ist Primark. Jetzt hätte mich fast der Busfahrer hier überrollt. Wo ist denn Primark da? Ja. Da ist Primark. Da gehen wir jetzt hin. Angezogen habe ich heute übrigens diese Jeans. Diese stretchy Jeans von C&A, die aber immer noch zu groß ist. Ne? Also obwohl ich einen Gürtel habe, rutscht die. Logisch, wenn ich 42 Grad kaufe und eigentlich 40 oder 38 trage. Eigentlich 38, aber meine Beine sind halt so dick. Kommt da nirgendwo mal rein. Aber in der Meile da hinten sind wohl die ganzen Geschäfte. Okay, wo komme ich jetzt hier rein? Auf der Seite oder auf der Seite? Das kann ich gerade nicht sehen. Ich gehe mal auf die andere Seite.
hoch. Hier ist gerade keiner. TK Maxx gibt es ja auch. Snipes. Alles, was man möchte. Hier ist Primark. Okay. Da scheint der Eingang zu sein. Tada! Primark! So, wieder viel zu viel ausgegeben bei Primark. Wie immer, wenn man da reingeht, ne? Naja, New Yorkers, nee, lieber nicht, ne? Sonst gebe ich da auch noch mal sehr viel Geld aus. Das muss man ja nicht haben. Nee, ich habe ja auch alles, Leute, ich habe alles. Also ich habe Schminke gekauft und Unterbüchsen und noch eine kleine schwarze Tasche. Und davon würde ich euch dann zu Hause berichten. Jetzt habe ich Hunger, wie erwartet, und würde gerne mein Streuselgedöns essen. Mal gucken, wo wir jetzt eine Bäckerei finden. Ja, hier ist mega voll. Da immer geradeaus gehen, müsste ich auch Richtung Hafen kommen. Machen wir mal. Bin jetzt wieder zurück auf den Weg zum Schlossgarten und in Richtung Krankenhaus. Mal gucken, wie weit die sind. Ich glaube 2:10 nach 2, irgendwie so ist das. Ich sehe bis jetzt zerstruppelt aus durch den Wind. Ah, jetzt bin ich auch müde geworden. Ich habe tatsächlich auch noch nichts gegessen. Ich würde jetzt tatsächlich eine Bäckerei suchen wollen, einen Kaffee oder so. War noch bei Woolworth drin eben. Aber ja, nichts, was ich jetzt nicht schon hätte. Ich habe meine Foundation mitgenommen und einen Nagellack. Von P2 hatten die ganzen Sortimentsachen an Nagellacken. Habe ich mir einen mitgenommen, den ich jetzt so ein bisschen schön fand. Orange, so ein bisschen Neon. Und eine Foundation, halt diese typische Woolworth Foundation, ich weiß gar nicht mehr, wie die ist. Die würde ich gerne nochmal mit euch ausprobieren. Und ansonsten ist meine Batterie alle. Pilim bitti, würde man auf Türkisch sagen. Deswegen werde ich mich langsam auf den Heimweg machen, beziehungsweise Richtung Krankenhaus, und mal gucken, ob ich irgendwie meine Speicher aufladen kann mit irgendwas Süßem. Man wird ja richtig süchtig nach Süß. Ja, aber Primark ist tatsächlich jetzt weiterhin relativ nicht so billig, ne? Also die Sachen, die man runtersetzt, sind in Ordnung, aber alles andere finde ich jetzt tatsächlich nicht mehr günstig. Das hatte ich ja früher auch schon in Hamburg öfters festgestellt. Deswegen, ich habe meine Unterhosen gekauft und zeige euch nachher, was ich alles geshoppt habe. Ich habe ein paar Beauty-Produkte mitgenommen, davon würde ich gerne ein Primark-Video machen, quasi so ein Beauty-Schmink-Video. Ja. Ich habe aber eben leider auch keine Bäckerei gesehen. Naja, was zu essen finden wir bestimmt. Wenn nicht, dann nicht. Auch nicht schlimm. So. Bis später.
Ja, also ich bin fast wieder angelangt. Ich muss jetzt noch ein Stück weiter hoch. Da hinten ist der Ostseekai wieder. Und dann würde ich wieder am Krankenhaus angelangt sein. Oh, ja, Hunger. Irgendwo muss es doch hier eine Bäckerei geben. Gibt es doch gar nicht. Ich meine, ich hätte am Krankenhaus irgendwo eine gesehen. Klar, es gibt eine Krankenhausbäckerei, aber wie gesagt, da würde ich jetzt nicht so gerne hin. Ja. Oh, diese Geräusche, wirklich wie als wäre ich wieder in Hamburg. Richtig flach hier unten. Das ist in Hamburg natürlich nicht, ne? Da ist richtig tief. Egal von wo man runter guckt. Entschuldigung.